Heinz-Jürgen Voss beginnt sein Buch Making Sex Revisited folgendermaßen, Zitat: Die Gesellschaftsordnungen moderner westlicher Gesellschaften gehen von dem Vorhandensein ausschließlich zweier Geschlechter bei Menschen aus. Jeder Mensch sei Frau oder Mann. Orientiert wird diese Einteilung an physischen und physiologischen Merkmalen. Sie wird mit der Betonung solcher körperlicher Merkmale als natürlich betrachtet, wobei natürlich als Metapher für vorgegeben unabänderlich herangezogen wird. Zitat Ende. Die Wurzeln dieser Auffassung westlicher Gesellschaften liegen in der Antike, wo die Texte entstanden, etwa bei Platon, Aristoteles und in der Bibel, die bis heute nicht zuletzt in den Religionen als Begründung für eine Restriktion des Diskurses über Geschlechter herangezogen werden. Ein großer Teil der Gesellschaft hat sich heute allerdings mit guten Gründen vom Primat der Genitalität getrennt. Gleichzeitig beobachten wir teilweise auch die Gegenentwicklung einer Rebiologisierung der Geschlechtssubjekte. Sie wird gespeist aus dem Wunsch nach einer symbolischen Ordnung, die eine Ethik der Geschlechter vereinfacht. Dabei sind innere psychische Prozesse aber äußerst individualisiert. Die Geschlechtsidentität entwickelt sich in einem komplexen Prozess der Abgrenzungen und notwendigen Kränkungen. Was sind nun die philosophischen Bedingungen, unter denen von Identität gesprochen wird? Wie entwickelt sich Geschlechtsidentität und welche Bedeutung hat Sexualität für eine gelungene Menschwerdung? Für diese Fragen haben wir uns eine Expertin und zwei Experten eingeladen: Professor Dr. Ilka Quindeau, Professor Dr. Anton Friedrich Koch und Professor Dr. Heinz-Jürgen Voss. Herzlich willkommen Ihnen drei, schön, dass Sie da sind. Und dann steigen wir auch gleich ein. Ich stelle Ihnen kurz Professor Dr. Anton Friedrich Koch vor. Professor Koch studierte Philosophie und Germanistik in Heidelberg, wurde 1980 promoviert und habilitierte sich 1989. Von 1996 bis 2009 war er Professor für Philosophie in Tübingen, von 2009 bis 2020 in Heidelberg. Seit Oktober 2020 ist er im Ruhestand. Und von seinen zahlreichen Publikationen seien hier kurz drei erwähnt: Subjekt und Natur zur Rolle des Ich denke bei Descartes und Kant aus dem Jahr 2004, dann Versuch über Wahrheit und Zeit aus dem Jahr 2006 sowie Philosophie und Religion aus dem Jahr 2020. Sein Vortragstitel heute lautet Identität, Individuation und die kosmische Unentbehrlichkeit des Menschen. Lieber Herr Professor Koch, wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und danke auch, dass ich hier an dem Diskussionsprozess teilnehmen kann, der sich bisher schon für mich auch sehr gelohnt hat und sehr intensiv von Ihnen geführt wurde. Die Philosophie ist nun eine ganz a priorische Wissenschaft und ich fürchte fast ein wenig, dass ich nur sehr allgemeine Beiträge liefern kann, sehr unspezifische, aber vielleicht dafür grundlegende. Gut, das ist die Zusammenfassung der Einführung und danach kommen dann verschiedene Fragen. Erste Frage: Wie erkennen wir ursprünglich Raum und Zeit? Zweite Frage: Wie lässt sich ein egozentrisches Koordinatensystem definieren? Dritte Frage: Was folgt aus der Besonderheit eines denkenden Lebewesens? Das ist der längste Teil, der auch am ehesten mit dem Thema der Tagung zu tun hat. Und dann führt die vierte Frage: Wie sind die Dinge ontisch, also an ihnen selbst individuiert? Und das führt dann zu der Schlussthese, die im Titel auch vorkommt und erwähnt wird: Wir als Menschen sind kosmisch unentbehrlich. Das ist eine etwas verstiegene These, aber ich werde versuchen, sie zu begründen. So, also jetzt die Einführung. Es geht da zunächst mal um Identität in einem ganz abgespeckten, rein logischen Sinn. Und logisch gesehen ist die Identität eine einfache Sache. In der sogenannten Prädikatenlogik erster Stufe, das muss Sie nicht weiter stören, dieser Ausdruck, ist die Theorie der Identität axiomatisierbar. Alle identitätslogisch wahren Aussagen können axiomatisiert und aufgezählt werden.
in der Prädikatenlogik. Zweiter Stufe ist sogar der Begriff der Identität explizit definierbar, nämlich durch das Prinzip der Ununterscheidbarkeit des Identischen und das Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren. Die sind gegenläufig und addieren sich dann zur Definition. Die Definition besagt, wenn X und Y identisch sind, sind sie ununterscheidbar. Oder anders gesagt, wenn X und Y identisch sind, dann teilen sie alle ihre Eigenschaften. Und umgekehrt, wenn X und Y alle Eigenschaften teilen, dann sind sie auch identisch. Das ist Logik und völlig unstrittig. Die gängigen philosophischen Probleme und Streitigkeiten der Identität betreffen nicht diesen logischen Kern, sondern die Identitätsbedingungen der Dinge, also die Frage ihrer Grenzen in Raum und Zeit. Was sind zum Beispiel die raumzeitlichen Grenzen einer Nation? Wir haben gerade über die Grenzen der polnischen Nation geredet beim Mittagessen, etwa der deutschen in diesem Fall. Dazu schrieb der britische Historiker Timothy Garton Ash am 28. September 2020 im Guardian, ich zitiere, alles Gute zum Geburtstag, Deutschland. Am 3. Oktober wird Deutschland 30 Jahre alt. Aber halt, ist Deutschland nicht schon 71, gezählt seit der Gründung der Bundesrepublik 1949? Oder 149, wenn wir zur ersten Vereinigung Deutschlands 1871 zurückgehen. Oder 1220 Jahre, wenn wir die Krönung Karls des Großen im Jahre 800 als den Beginn dessen ansehen, was die Deutschen das Reich nennen. Oder, jetzt wird's ganz verstiegen, rund 2000 Jahre, wenn wir in dem brillanten Ex-Mittelfeldspieler Bastian Schweinsteiger einen fernen Nachfahren der kriegerischen, aber auch protodemokratischen Stammesleute erkennen, die Tacitus in seiner Germania beschrieben hat. Zitat Ende. Ein britischer Historiker. Okay. Zum Glück gibt es klarere Fälle als Nationen. Etwa Menschen, Tiere, Pflanzen, Natur und Gebrauchsdinge, die als die paradigmatischen, logischen Subjekte unserer singulären Aussagen gelten. Wir wollen sie einfach Dinge nennen, in einem inklusiven Sinn, der Menschen und Tiere einschließt. Ihre Identitätsbedingungen sind im Alltag hinreichend klar, auch wenn sie in Randbereichen dann doch wieder strittig werden. Denken wir etwa an Diskussionen über den genauen Beginn und das genaue Ende des menschlichen Lebens im Zusammenhang mit Fragen des Schwangerschaftsabbruchs und der Organspende. Aber das sind eben die Randbereiche, die breiten Raum für klare Fälle lassen, auf die wir uns ohne Umstände eindeutig beziehen können. Typischerweise tun wir das, indem wir demonstrativa Adjektive und Artbegriffe irgendwie kombinieren. Etwa dieser kleine Hund, da ist nun keiner, ne, ist braun. Ne? Also dies klein Hund in dem Fall wird kombiniert. Insbesondere wichtig sind aber die demonstrativa dabei. Auf denen liegt die Hauptlast der eindeutigen Bezugnahme auf Dinge, demonstrativer oder allgemeiner gesagt Indikatoren, dazu gehören Zeigegesten, Personalpronomina, Orts- und Zeitadverbien wie hier und jetzt und auch das Tempus Verbi. Diese Indikatoren sind rückbezüglich auf ihren gedanklichen oder sprachlichen Vollzug. Und in diesem Rückbezug sind sie egozentrisch. Dieser Hund, auf den ich zeige, hier, wo ich stehe, jetzt, während ich spreche und so weiter. So bilden die Indikatoren in ihrem Ensemble ein egozentrisches Koordinatensystem, mittels dessen wir uns auf beliebige Raum-Zeitstellen beziehen können. Das ist interessant, nicht nur auf das wahrnehmbare Umfeld, auf beliebige Raum-Zeitstellen. Ich weiß nicht, was jetzt
100 Millionen Lichtjahre über meinem Scheitel passiert. Aber ich kann mich darauf beziehen, mit eben diesen Worten. Ich kann Aussagen darüber machen, was jetzt 100 Millionen Lichtjahre über mir geschieht, ist irrelevant für die deutsche Außenpolitik oder unterliegt den Naturgesetzen und so weiter. Auf diese Weise ist das ganze Raumzeitsystem zugänglich für unsere Bezugnahmen. Es gibt indes noch eine andere Sorte von Problemen der Identität. Bei denen geht es um Identitäten in einem weiten Sinn, einem außerlogischen Sinn. Das Wort bedeutet hier vielleicht so viel wie wesentliche Zugehörigkeit oder wesentliche Orientierung oder einfach Wesen. Im engen logischen Sinn, den wir bisher hatten, ist schlicht alles, was auf ein Ding zutrifft, Teil seiner Identität. Wenn ich mich jetzt in Frankfurt aufhalte, kann ich nicht identisch sein mit jemandem, der sich jetzt nicht in Frankfurt, sondern etwa in Kassel aufhält. Wäre ich aber jetzt in Kassel, so wäre ich von mir selbst verschieden. Ein Widerspruch. Dass ich jetzt in Frankfurt bin, gehört zu meiner Identität in diesem Sinn. Der andere, weite Identitätssinn ist selektiver. Zufälliges zählt nicht. Wo eine Person sich gerade aufhält, gilt nicht als Teil ihrer Identität, sondern nur das, was wir oder was sie selbst ihrem Wesen zurechnet. Allerdings ist der Begriff des Wesens recht unscharf. Daher werden die gemeinten wesentlichen Identitäten meist durch Zusätze nochmal präzisiert. So ist zum Beispiel die Rede von der genetischen Identität einer Person, die in ihrer DNS oder DNA kodiert ist, oder von ihrer ethnischen Identität oder Geschlechtsidentität und so weiter. Man kann auch nach der kulturellen oder der religiösen Identität fragen, ist jemand altkatholisch, sunnitisch, kalvinistisch, buddhistisch und so weiter. Nennen wir dies einfach den weiten Sinn von Identität im Unterschied zum engen logischen. So viel vorweg als Einführung. Welche Aufgaben sind nun anzupacken? Kann ich mal weitermachen? Die Dinge, haben wir gesehen, kommen vor in Raum und Zeit. Wir individuieren sie epistemisch mittels Indikatoren, die ein egozentrisches Koordinatensystem für Raum und Zeit bilden. Das Raum-Zeit-System ist objektiv da. Das Koordinatensystem ist unsere gedankliche Zutat. Wir müssen nun fragen, wie beides zusammenkommt. Die Frage lässt sich zweiteilen. Erstens, wie erkennen wir Raum und Zeit? Dann zweitens, wie können wir egozentrische Koordinatensysteme definieren? Da auch Tiere wahrnehmen, ist drittens zu fragen, was uns dabei gleichwohl von ihnen unterscheidet und was aus diesen Unterschieden philosophisch folgt. Das betrifft unsere sogenannte zweite Natur, also die genuin menschliche Leiblichkeit, ziemlich genau die Thematik der Tagung und dieses Panels. Mit der dritten Frage werden wir uns daher etwas länger aufhalten und dabei auch auf den weiten Identitätssinn eingehen müssen, wenn auch nur en passant. Freilich ist mit den genannten drei Fragen die Seite der ontischen Individuation, das war jetzt die zweite Frage und jetzt die dritte, und dann kommt jetzt hier die ontische Individuation noch gar nicht berührt. Wir haben nur gefragt, wie wir diese Dinge epistemisch individuieren, wenn wir uns eindeutig auf sie beziehen, nicht aber wie die Dinge an ihnen selbst individuiert sind. Das wird unsere vierte und letzte Frage sein. Und ihre Antwort wird zeigen, dass wir Menschen kein kosmischer Zufall sind. Ohne unser Eins geht es nicht. Nun also zur ersten Frage. Wie erkennen wir Raum und Zeit? A priori, durch reine Anschauung, sagt Kant.
Heute Morgen hatten wir die Reinheit in der Philosophie als etwas eurozentristisch, phallozentristisches, aber das ist hier einfach ein Terminus technicus bei Kant. Ne? Rein heißt frei von allen empirischen Einsprengseln. Also reine Anschauung oder reine Imagination. Durch empirische Anschauung erkennen wir unsere endliche Umwelt. Sehen wir den Frankfurter Dom zum Beispiel. Ne? Raum und Zeit aber imaginieren wir immer schon, um uns, unseren Leib und unser Gegenwartsbewusstsein herum ins Unendliche. So werden wir, wie man in philosophischer Anthropologie sagt, offen für die Welt. Und das unterscheidet uns von den Tieren, die nur ihre endliche Umwelt kennen. Und noch schärfer natürlich von künstlicher Intelligenz, die nichts kennt. Ein Apparat ist etwas Materielles und das Materielle, sagt Heidegger einprägsam, etwa der Stein, ist weltlos, das Tier ist weltarm, der Mensch ist weltbildend, Heidegger. Daraus lässt sich ein Theorem des ausgedehnten Geistes folgern. Offen für die Welt sind wir, weil unser Bewusstsein, unser Geist, über unsere Körpergrenzen hinaus und über die jeweiligen Grenzen unseres Gegenwartsbewusstseins, unserer Wahrnehmungszeit hinaus ins Weite des Raumes und der Zeit reicht. Der Geist ist zwar Fleisch oder Leib, aber zugleich außer sich im unendlichen Raum und der unendlichen Zeit. In diesem Sinne teilen alle Menschen sich das öffentliche Raum-Zeit-System als ihr gemeinsames Bewusstseinsfeld und als gemeinsame Zeichentafel ihrer Einbildungskraft. Wir alle hängen zusammen in diesem gemeinsamen Raum-Zeit-System, überschneiden uns darin. Nur stiftet und definiert jede Person einen anderen Blickwinkel in dem unendlichen Feld. Unsere zweite Frage war, wie wir Raum und Zeit durch egozentrische Koordinatensysteme strukturieren können. Für ein Koordinatensystem braucht man einen Bezugsrahmen, so zum Beispiel für das geografische System der Meridiane, neben Sonne, Nord- und Südpol, vor allem die Sternwarte von Greenwich. Analog braucht man für ein egozentrisches kosmisches Koordinatensystem das jeweilige Subjekt als leibliches Wesen, an dem der Koordinatenursprung, die Achsen und ihre Richtungen sowie grundlegende Entfernungsmaße definiert werden können. Das Grundproblem dabei ist, wie man den Bezugsrahmen denn entdecken und auswählen kann, ohne schon das Koordinatensystem zu benutzen. Bei der Sternwarte von Greenwich ist das einfach. Man fährt zum Beispiel hin und sagt, hier soll der Nullmeridian liegen. Aber wie konnte ich mich ursprünglich individuieren, um an mir den Bezug von hier und jetzt zu verankern? Die Antwort muss lauten, es musste a priori geschehen. Die ursprüngliche epistemische Selbstindividuation der Subjekte muss immer schon im a priorischen Perfekt vollzogen sein, wenn das System der Indikatoren egozentrisch verankert werden soll. In der ursprünglichen Selbstindividuation muss ein logisches, begriffliches a priori auf das Sinnliche und Imaginative a priori treffen. Ich muss a priori wissen, dass ich ein leibliches Wesen bin, dessen körperliche Grundasymmetrien oben, unten, rechts, links, hinten, vorne, Asymmetrien des Denkens spiegeln. Das Denken ist asymmetrisch, logisch asymmetrisch und das Denken ist leiblich, also ist unser Leib in einem entsprechenden Sinne ebenfalls asymmetrisch. Das wissen wir a priori. Wie im Einzelnen müssen wir empirisch herausfinden. Das diskursive Denken, das wir im Spracherwerb lernen, hat also nicht nur seinerseits eine a priori erkennbare logische Verfassung,
dafür ist die Logik zuständig, sondern setzt a priorische Aspekte auch im sinnlichen, im sensorischen Bewusstsein frei, das wir mit den Tieren teilen. Den Tieren, die nicht diskursiv denken, bleiben sie jedoch verborgen. Tiere haben eine Umwelt, in der sie wahrnehmen, fühlen und sich zielgerichtet bewegen. Und somit haben sie begrenzten Anteil am unendlichen raumzeitlichen Bewusstseinsfeld. Auch mit ihnen, nicht nur mit unseresgleichen, überschneiden wir Menschen uns im Wahrnehmen, Fühlen und Streben. Das sollte uns nicht wundern, lebten doch unsere eigenen lieben leiblichen Vorfahren einst als kleine Säugetiere unter riesigen Dinosauriern. Die Tierethik täte gut daran, den Sachverhalt des geteilten Bewusstseinsfeldes und der allgemeinen Empathie aller empfindenden Lebewesen zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend zu würdigen. Sie tut es ja auch teilweise, denke ich schon. Allerdings wird das bewusste Erleben der Tiere mehr oder weniger distanzlos in ihrem sensorischen Bewusstsein aufgehen. Ihnen fehlt die distanzierende diskursive Reflexion. Sie ordnen ihre Erinnerungen und Erwartungen nicht längs der Zeitlinie, zählen keine Tage, Monate, Jahre und auch nicht ihre Schritte im Raum. Das Denken, das sich bei uns aus unserer animalischen Basis erhebt, macht alles, auch die Basis, neu und lässt uns eine Welt und eine zweite Natur zuwachsen. Damit sind wir bei der dritten Frage angelangt. Was folgt philosophisch aus der diskursiven Überformung unserer animalischen Basis? Viel zu viel für einen Vortrag. Doch ein besonders folgenreicher Sachverhalt sei kurz hervorgehoben. Mit dem Denken entsteht das Unbewusste. Und zwar als die Quelle dieser zweiten Natur. Adorno beschreibt an einer Stelle in der negativen Dialektik, die ich gar nicht oft genug zitieren kann, einen versteckten, Zitat, Horror, der verdrängten die Menschen ihn nicht, ihnen den Atem verschlüge. Man könnte zu anthropologischen Spekulationen darüber sich verleiten lassen, ob nicht der entwicklungsgeschichtliche Umschlag, welcher der Gattung Mensch das offene Bewusstsein und damit das des Todes verschaffte, einer gleichwohl fortwährenden animalischen Verfassung widerspricht, die es nicht erlaubt, jenes Bewusstsein zu ertragen. Dann wäre für die Möglichkeit des Weiterlebens der Preis einer Beschränkung des Bewusstseins zu entrichten, die es vor dem schützt, was es doch selber ist, Bewusstsein des Todes. Zitat Ende. Durch das Denken wird das animalische Bewusstsein zum offenen, weltbildenden Bewusstsein, das Raum und Zeit als unendliche Größen imaginativ objektivieren und denkend an der Zeitlinie entlanglaufen kann. So entdeckt es die Unausweichlichkeit seines zukünftigen Todes, was, wie Adorno sagt, seiner animalischen Verfassung widerspricht, die es nicht erlaubt, jenes Bewusstsein zu ertragen. Der resultierende Horror muss verdrängt, das Bewusstsein beschränkt werden zugunsten eines dann abgedunkelten Bereiches von bestimmten Bewusstseinsinhalten, des sogenannten Unbewussten. Denken ist Urteilen. Urteilen schließt Bezugnahme ein. Bezugnahme erfordert ein Koordinatensystem, verankert am Leib des urteilenden Subjektes. Also ist der Geist leiblich und endlich in allen acht Richtungen der Raumzeit. Interessanterweise ist uns das für sieben von diesen Richtungen ziemlich egal. Es bedrückt uns wenig. Ja, ich könnte ein bisschen größer sein, vielleicht ein bisschen früher geboren oder später oder so weiter. Aber unsere Endlichkeit in der achten Richtung, der Zukunft, unsere Sterblichkeit widerspricht unserem gleichfalls auf Zukunft gerichteten Selbsterhaltungstrieb.
Der Selbsterhaltungstrieb ist auch auf Zukunft gerichtet und da haben wir den Clash. Infolgedessen verdrängen wir den eigenen Tod aus dem Alltagsbewusstsein, so gut es geht. Auch wenn wir natürlich in abstracto wissen, dass wir sterben werden. Ein Zitat von Anfang der Woche aus der Neuen Zürcher Zeitung. Wir wissen, dass wir sterben werden, aber wir glauben es nicht. Der Krieg ist die Situation, die uns diese Weise bewusst werden lässt, diese Wahrheit bewusst werden lässt. So aus gegebenem Anlass Jörg Baborowski in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. In Frieden und Freiheit, wie eine allzu glatte Formel und Floskel lautet, und solange persönliches Leid uns halbwegs verschont, bleibt uns der Tod hingegen ein Abstraktum. Ihn und die Verwesung überformt die Kultur. Dazu nochmals Adorno. Die Kultur, schreibt er, Zitat, perhoresziert den Gestank, weil sie stinkt. Weil ihr Palast, wie es an einer großartigen Stelle von Brecht heißt, gebaut ist aus Hundescheiße. Und wenige Zeilen zuvor nochmal Zitat Adorno. Kindheit ahnt etwas davon in der Faszination, die von der Zone des Abdeckers, dem Aas, dem widerlich süßen Geruch der Verwesung, den anrüchigen Ausdrücken für jene Zone ausgeht. Unbewusstes Wissen flüstert den Kindern zu, was da von der zivilisatorischen Erziehung verdrängt wird. Wem gelänge, auf das sich zu besinnen, was ihn einmal aus den Worten Luderbach und Schweinstiege, am Anfang hatten wir den Schweinsteiger, ne, ansprang, wäre wohl näher am absoluten Wissen als das Hegelsche Kapitel, das es dem Leser verspricht, um es ihm überlegen zu versagen. Zitat Ende. Der Mensch, das denkende nicht mehr Tier, entwickelt Ekel, den die Tiere nicht kennen. Hunde wälzen sich in Aas und Exkrementen, solange wir Menschen nicht intervenieren. Unglücklicherweise sind die Ausscheidungsorgane den Sexualorganen benachbart und teils gar identisch mit ihnen. Und so konnte in vielen Kulturformen, namentlich in christianisierten, die Sexualität der anrüchigen Zone des Abdeckers gleich mit zugewiesen und für unrein erklärt werden, mit allen leidvollen Folgen, die sich daraus ergeben mussten. Hier öffnet sich ein weites Feld, auf dem die a priorische Philosophie den zuständigen empirischen Wissenschaften, etwa der Ethnologie oder der Tiefenpsychologie und anderen, interdisziplinär entgegenkommen könnte. Ich versuche, dieses Terrain ein wenig zu sondieren, mehr mit Fragen, Vorschlägen, Arbeitshypothesen als mit Thesen und Theoremen. Das Denken zieht sich in seiner Entstehung sogleich wieder ein Stück weit zurück. Es öffnet das Bewusstsein und verdunkelt bestimmte Bewusstseinsinhalte, die so dann unbewusst oder dunkelbewusst unsere Welt und Selbstsicht, unser Fühlen und Handeln prägen, nicht nur individuell, sondern auch intersubjektiv. Denn wir sind ja wesentlich auf unseresgleichen bezogen. Zum einen durch die Gemeinschaft des sinnlichen Bewusstseinsfeldes, das auch die Tiere einbegreift, und zum anderen durch die Gemeinschaft des Denkens, die uns Menschen zu freien Akteuren macht. Sartre hat gegen Freud eingewandt, dass das sogenannte Unbewusste ebenfalls bewusst sei. Da ist was dran, glaube ich, aber ich halte an dem etablierten Terminus fest und kommentiere ihn nur dahingehend, dass das Unbewusste eben ein dunkles, aus dem Zugriff selbstbewussten Denkens ausgelagertes Bewusstsein ist. Ähnlich wie auch das tierische Bewusstsein dem Zugriff des Denkens entzogen ist. Die Tiere denken eben nicht. Man könnte sagen, ihr Bewusstsein ist durchgängig Unbewusstes. Ebenso ist unsere Unfreiheit im Handeln, sind all die Muster unseres seltsam zwanghaften Tuns und Lassens
abgedunkelte Freiheit. In diesem Sinn müsste man in Kants Worten gegen Kants Lehre die Heteronomie des Willens zur dunklen Minimalform der Autonomie erklären. Nicht nur zum Gegenteil, sondern auch noch zur Minimalform der Autonomie. Unser unbewusstes und alles unfreie Agieren reagiert auf Verletzungen und Schuld, eigene und fremde. Doch dies sind bereits nachgeordnete Phänomene auf dem Boden des allgemeinen Unbewussten, das zu Menschen als solchen gehört. Ganz abgesehen noch von speziellen Verletzungen. Die Grundverletzung, die wir alle teilen und die nicht heilen will, ist die bittere Negativität des Todes und der Sterblichkeit. Als die Menschwerdung gelang, gelang sie auf Kosten des Menschen. Adorno ahnt und sagt es: Die Antinomie des denkenden Lebewesens ist, dass es leben will, aber denken und sterben muss. Die Conditio humana ist mithin antinomisch von Anfang an. Und der Fall, von dem das Buch Genesis erzählt, ist in Wahrheit nicht der Fall des Menschen, sondern ist die Menschwerdung selbst. Wir werden sehen, dass sie dennoch notwendig war, logisch notwendig. Aber zunächst achten wir auf einige bemerkenswerte Folgen. Das denkende Tier entwickelt Ekel, insbesondere vor den Insignien der Sterblichkeit und der Verwesung und allem, was daran erinnern könnte, vor Aas und Exkrementen und ihrem Anblick und Geruch. Zum Ekel tritt ergänzend die Scham. Die eigene Blöße wird dem phylogenetisch und später dem ontogenetisch heranwachsenden Menschen peinlich, weil er vor anderen nicht dastehen mag wie ein Kleinkind, das der Hilfe der Eltern bei den intimsten Verrichtungen bedarf. Natürlich lässt sich diese Form der Scham nicht dauerhaft aufrechterhalten, dann gäbe es keine Fortpflanzung. Sie wird modifiziert und gegen sie revoltiert überdies bisweilen das bewusste Denken und regt zu absichtlichem Ignorieren und Übertreten der Schamgrenzen an, was in puritanisch unredlichen Kontexten für kleine Nipplegate-Aufreger sorgen mag und in administrativ unterdrückten Gesellschaften vielleicht unpolitische Freiheitsräume am Strand eröffnen kann. Noch tiefer und weiter als das persönliche Unbewusste reicht das intersubjektive Unbewusste in seinen beiden Aspekten, dem Sinnlichen und dem Begrifflichen. Was zunächst den sinnlichen Aspekt angeht, so wirken im allgemeinen Bewusstseinsfeld alle wahrnehmenden, fühlenden, begehrenden durch ihr bloßes Dasein aufeinander ein, wie im Gravitationsfeld die Massen durch ihr bloßes Dasein aufeinander einwirken, physikalisch in dem Fall. Die Nahen stärker als die Fernen, hier wie dort. Sodann sind Kraft des begrifflichen Aspektes alle denkenden Akteure logisch miteinander verschränkt. Das ist ganz wesentlich. Logische Verschränkung halte ich für das Urbild auch der nomologischen, der physikalischen Verschränkung, von der die Quantentheorie berichtet. Also logisch miteinander verschränkt sind wir alle, wie Elementarteilchen nomologisch verschränkt sind, wenn sie ohne Signalübertragung sich koordiniert verhalten. In analoger Weise entwickeln denkende Lebewesen ohne jede Verabredung, also nicht tessei durch Setzung, sondern physei durch Natur, durch die zweite Natur, einen zum Beispiel unbewussten Familiensinn, der den Tieren abgeht und der es mit sich bringt, dass Traumatisierungen sich ohne genetische Kodierung von einer Generation zur nächsten vererben können. Machtvollster Ausdruck dieses dunklen Familiensinnes ist indessen wohl das Inzesttabu, das uns im Bann hält, ohne dass man es uns lehren und erklären oder seine Übertretung sanktionieren müsste. Das geschieht dann zwar auch, aber das ist eigentlich nachträglich. Dass es in Kraft ist, setzt voraus,
dass wir unsere unmittelbaren Verwandten, Eltern, Geschwister, Kinder zumindest kennen. Und dies wiederum setzt die Monogamie in gewissem Sinne voraus, zumindest die serielle, an deren Stelle künftig vielleicht DNS-Analysen treten könnten. Mit dem Inzest-Tabu kommt folglich die Wichtigkeit der familiären und genetischen Identität auf, die manche Menschen antreibt, unter großen Mühen nach unbekannten Eltern, Kindern oder Geschwistern zu suchen. Man sollte meinen, Platon etwa meinte es, dass dem denkenden Lebewesen die biologische Abstammung gleichgültiger wäre als den Tieren. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Die erste Natur erhält durch die zweite eine Wichtigkeit, die sie als erste nicht hatte. Mit dem Plan, die zweite Natur durch rationale Setzung zu übertrumpfen, spielte Platon, als er die Utopie eines Wächterstandes in der idealen Polis entwarf. Für die Wächterpersonen sollte die Geschlechtsidentität, die sonst das Menschenleben in Leid und Freude prägt, auch in Gewalt, marginalisiert werden. Ob männlich, weiblich oder divers, alle Wächter würden in intimster Gemeinschaft aufwachsen, wie unter den Privatleuten in der Polis, allenfalls Geschwister gleichen Geschlechtes. Also wäre wohl der ganze Wächterstand durch das Inzest-Tabu intern erotisch blockiert. Seine Angehörigen würden sich nicht ineinander verlieben. Vermutlich stand Platon eben dies mit vor Augen, wenn er die Fortpflanzung der Wächter technokratisch geregelt sehen wollte, durch rituelle Massenhochzeiten, während deren das Inzest-Tabu dann punktuell außer Kraft gesetzt sein würde. Den Kindern, die auf diese Weise entstünden, sollte bekanntlich ihre genaue genetische Identität und persönliche Abstimmung verborgen bleiben. Die Wächter insgesamt waren die Eltern des Nachwuchses. Platons Utopie oder vielmehr malgré lui Dystopie ist ein schlagendes Beispiel für unseren unaustilgbaren Hang, die Macht der zweiten Natur zu unterschätzen und die der rationalen Gestaltung zu überschätzen. Unsere erste Natur ist die animalische. Sie bleibt neu gedeutet in Kraft, wenn die abgedunkelte, unbewusste Seite unseres Denkens und unserer Freiheit als unsere zweite Natur zu ihr hinzutritt. Beide Naturen entziehen sich unserer bewussten Kontrolle. Und auf beide können wir indirekt einwirken. Auf die erste durch Diät, Training, Medikamente, Chirurgie und so weiter, also Bodybuilding, auf die zweite durch Psychotherapie und vielleicht auch durch Bildung und wie auch immer noch, Bildung, die aus unserer jeweiligen kulturellen Identität erwächst. Darüber erhebt sich als dritter Bereich, der mit der zweiten Natur zusammen das bildet, was man Kultur nennen kann, als dritter Bereich zu guter Letzt das rationale Spiel des Gebens und Forderns von Gründen. Aber das Wenige an expliziter Vernunft, das dort waltet, ist leichtgewichtig, möchte man meinen, angesichts der Gewalt der animalischen ersten und der genuin humanen zweiten Natur. Alles Denken, Denken als solches, ist leiblich, sterblich, geruchsaktiv und gleicht darin den anderen menschlichen Tätigkeiten und Verrichtungen. Und doch ist dieses verwesliche Denken unverzichtbar, nicht nur für uns und unsere Lebenswelt, sondern für den Kosmos als Ganzen und für das Sein alles Seienden. Diese Behauptung, nennen wir sie Subjektivitätsthese, mag verstiegen klingen, aber sie lässt sich a priori beweisen. In der einen Richtung, die wir schon kennen, besagt sie, dass denkende Subjekte notwendig, leiblich, endlich und sterblich sind, was sich wie Atheismus anhören
mag oder sogar muss. Und in der anderen Richtung, dass es kein Raum-Zeit-System geben kann, in dem nicht früher oder später, hier oder da, denkende Subjekte entstehen. Das müssen keine Menschen im biologischen Sinn, keine Homines sapientes sein, wohl aber Menschen im logisch-metaphysischen Sinn, Zoa logon echonta, Lebewesen, die die Rede haben und uns daher vermutlich recht ähnlich sind, mit Gesichtern zum Grimassieren, Händen zum Gestikulieren und Mündern zum Sprechen. Den Beweis wird die ausstehende Antwort auf unsere vierte Frage liefern. Wie sind die Dinge an ihnen selbst, also ontisch individuiert? Mit ihrer Beantwortung will ich nun schließen. Zunächst ist festzuhalten, dass es einige Dinge gibt, die dadurch ontisch individuiert sind, dass sie sich selbst epistemisch individuieren, nämlich wir Menschen in unserer a priorischen Selbstindividuation. Jeder Mensch ist für sich selbst objektiv unverwechselbar, weil er von sich und nur von sich sagt und sagen kann, ich bin jetzt genau hier. Hier am Ursprung des je eigenen egozentrischen indexikalischen Koordinatensystems. Jeder Mensch ist also für sich selbst von allen anderen unterschieden und somit für sich selbst ontisch individuiert. Doch wie sind die Dinge im Allgemeinen, die anderen Dinge, die sich nicht selbst individuieren können, wie sind die ontisch individuiert? Wodurch ist jedes Ding genau das Ding, das es ist und wohl unterschieden von allen anderen Dingen? Erinnern wir uns an das Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren. Wenn A und B unterschieden, also zwei Dinge sind, muss auf A etwas zutreffen, was nicht auf B zutrifft. Das können Allgemeinbestimmungen sein, wie rot, rund, Kugel, Tisch, Terrasse, liegen, stehen und so weiter. Aber Allgemeinbestimmungen reichen nicht aus, um die ontische Individuation eines Dinges zu gewährleisten, denn sie sind, wie ihr Name sagt, allgemein und können jeweils vielen Dingen zukommen. Sicher gibt es viele rote, runde Kugeln im Universum und vielleicht auch viele, die auf einem Tisch liegen, der auf einer Terrasse steht. Zur ontischen Individuation gehört die garantierte, nicht zufällige Unterscheidbarkeit eines Dinges von allen anderen Dingen. Und diese Garantie kann durch Allgemeinbestimmungen allein nicht geleistet werden. Raum und Zeit bieten sich hier an als das vermeintliche Prinzipium Individuationis der Dinge. Aber Raum und Zeit sind nur notwendige, noch keine hinreichenden Bedingungen der ontischen Individuation und daher nicht ihr Prinzip. Denn die Raumzeitstellen müssen ihrerseits ontisch individuiert sein, sich unterscheiden voneinander, wenn sie anderes individuieren sollen. Sie wären aber für sich genommen und abgesehen von den Dingen, die sich an ihnen befinden, ununterscheidbar und somit per impossibile alle miteinander identisch. Also benötigen sie ihrerseits ein Prinzip der Individuation, bevor sie zur Individuation von anderem beitragen können. Prädikate welcher Art müssen also auf Raumzeitstellen und auf Dinge zutreffen, damit dem Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren Rechnung getragen ist? Die Antwort liegt auf der Hand, wenn wir zurückdenken an die epistemische Individuation der Dinge. Es müssen indexikalische Prädikate sein. Vom Urknall beispielsweise gilt als indexikalisches Prädikat, dass er jetzt vor circa 13,7 oder 8 Milliarden Jahren stattfand. Und von Sachsenhausen gilt, dass es von hier aus jenseits der Bach liegt. Die Bach, für den Nicht-Frankfurter, ist der Main. Solche indexikalischen Prädikate, mit denen wir die Dinge epistemisch individuieren, sind notwendig,
auch für die ontische Individuation und sie sind möglich nur relativ zu leiblichen Subjekten, die sich selbst a priori epistemisch und ipso facto ontisch individuieren. Also gehören leibliche Subjekte notwendig zum raumzeitlichen Kosmos. Quod erat demonstrandum. A posteriori von der Physik lässt sich diese Notwendigkeit nicht erkennen. Physikalisch sieht es vielmehr wie ein extremer Zufall aus, dass die Anfangsbedingungen des kosmischen Prozesses lebensfreundlich ausfielen. Von diesem physikalischen Befund her haben manche voreilig auf eine intelligente Gestaltung des Kosmos geschlossen. So als hätte eine mächtige Intelligenz für lebensfreundliche Anfangsbedingungen sorgen müssen. Aber die Philosophie widerspricht, indem sie beweist, dass die Anfangsbedingungen des kosmischen Prozesses mit logischer Notwendigkeit lebens- und bewusstseinsfreundlich ausfallen mussten. Und das Notwendige kann niemand beschließen. Eine intelligente Gestaltung kann, oder eine gestaltende Intelligenz kann nicht beschließen, dass 2 plus 3 gleich 5 sei. 2 plus 3 ist 5. Sie kann nicht beschließen, dass die Anfangsbedingungen lebensfreundlich seien, wenn sie notwendigerweise lebensfreundlich sein müssen. Früher oder später musste es unser Eins geben, damit alle Dinge nah und fern, früh und spät, Seiende sein konnten. In diesem Sinne gilt Heideggers Diktum, dass der Mensch der Hüter des Seins ist. Diese Subjektivitätsthese, mit der ich seit über 30 Jahren hausieren gehe und dass jemand sie glaubt, ich betreibe ein bisschen, ist eine prima facie gottlose These. Nicht nur, weil sie dem Argument für eine intelligente Gestaltung der Welt im Wege steht, sondern vor allem, weil sie es extrem schwer macht, widerspruchsfrei ein unendliches und unverwesliches göttliches Leben und Denken zu konzipieren. In dem zuletzt genannten Buch über Philosophie und Religion im zweiten Teil habe ich ein bisschen versucht, das irgendwie hinzukriegen, weil ich ja eigentlich keine atheistische Theorie wollte. Es hat sich so ergeben unterm Zwang der Argumente. Aber eben diese Subjektivitätsthese beleuchtet hell die kosmische Notwendigkeit des Menschen und lässt die Rede von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen nach Genesis, ich dachte 1 Vers 26 sei es in meiner Bibel, aber ich habe gestern gesehen 1 Vers 27, zumindest als ein machtvolles Bild für den kosmischen und ontologischen Sonderstatus des Menschen gelten. Der Mensch ist zwar das grundsätzlich gestörte, aus dem Gleichgewicht des natürlichen Lebens hinausgebrachte oder hinausgedachte, durchs eigene Denken hinausgedachte Lebewesen, aber auch das notwendige Lebewesen, das als Denkendes im Dienst des Seins und der ontischen Individuation des Seienden steht. Wird diese ontologische Rolle ins Unendliche gesteigert gedacht, und sei es auch per impossibile, so resultiert der Gedanke des Göttlichen. Umgekehrt darf sich dann das sterbliche denkende Lebewesen als das endliche Ebenbild Gottes oder des Göttlichen verstehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Professor Koch. Gibt es gleich Rückfragen? Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe eine kleine, vielleicht eher Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung, das ist eigentlich nur so der Vollständigkeit halber, aber dieses Zitat, was Sie da aus der NZZ zitiert haben, ist das nicht tatsächlich eigentlich Blumenberg? Wir können nicht damit umgehen, dass wir sterben müssen, weil wir es nicht denken können. Und wir können nicht glauben, dass wir sterben müssen, weil wir es nicht denken können. Ich glaube, letztlich ist doch da die Frage, gibt es nicht eine andere Art und Weise, oder verhalten wir uns zu unserer Sterblichkeit nicht einfach in einer anderen Art und Weise als des Denkens? Ne?
Also, weil ich, also Sie hatten das ja sozusagen als eines der identitätskonstitutiven und unsere Identität über diese zweite Natur konstituierenden Merkmal irgendwie gezeichnet. Aber ist es nicht so, dass das Spannende ist, dass wir eben, genau, dass das Spannende nicht ist, dass es irgendwie andere Modi des zu sich selbst Verhaltens gibt als eben rein den kognitiven Modus, ja? Und das aber nicht deswegen gleich, also diese Dichotomie zwischen dem bewussten Geben und Nehmen von Gründen auf der einen Seite und dem Unbewussten, auf das wir in irgendeiner Form gar keinen Zugriff mehr haben, ist das tatsächlich in der Beziehung auf die Frage, wie wir mit unserer Sterblichkeit umgehen, hat das wirklich das letzte Wort? Ja, das war für mich so ein bisschen eine Frage. Und die zweite war jetzt sozusagen eher religionsphilosophisch. Ist das tatsächlich notwendigerweise eine gottlose These, diese subjektivitätstheoretische These? Könnten Sie nicht, wenn Sie meinetwegen mit Klaus Müller, ja, so eine starke Theismuskritik, zum, also setzt nicht Ihre Sorge, dass es automatisch gottlos sein müsste, voraus, dass wir Gott im Sinne klassisch-theistischer Attribute als den Schöpfer denken? Ja, gibt es nicht andere Modi, Schöpfung zu denken, nicht andere Modi, Gott zu denken, und dann sind sie da gar nicht so problematisch unterwegs. Ja, ja, die, ich fange mit dem zweiten Punkt an. Das habe ich auch gemerkt über die Jahre, wenn ich bei theologischen Veranstaltungen auftrete und mich da ein bisschen zu entschuldigen versuche für die Subjektivitätsthese, dann heißt es immer, ach was, ne? Das ist doch alles bestens. Also es gibt andere Konzeptionen als den klassischen Theismus, ne? Ich habe damit ein bisschen gespielt in diesen Büchern über Philosophie und Religion, mir überlegt, was könnte das denn heißen? Also mir scheint, wenn man an Theismus, an einem Nicht-Standard-Theismus neuer Art interessiert ist, dann gibt es doch so einige Dinge, die unaufgebbar sind. Also ich in meiner nicht-theologischen Naivität denke immer, man muss dieses ökumenische, apostolische Glaubensbekenntnis aufsagen können, ohne zu heucheln. Ne? Es muss also für diese Aussagen irgendeine Interpretation geben, zu denen ich als Mitsprechender, zu der ich stehen kann. Und das war so meine Aufgabe. Wie kriegen wir das hin auf dem Boden der Subjektivitätsthese? Mir scheint, dass es wichtig ist für einen solchen christlich verträglichen Nicht-Standard-Theismus, dass Gott, was immer wir immer eher näher gedacht werden kann, als jemand, der sich ohnmächtig macht in der Schöpfung, Hans Jonas oder so, ne? Solche Ideen kommen da auf. Es muss eine Instanz sein, die einen Bezug zu den individuellen Geschöpfen haben kann. Wenn diese Minimalbedingung entfällt, ja, dann haben wir irgendwie einen Sinn von einem Absoluten, aber das ist dann nicht mehr im Sinn irgendeines Glaubensbekenntnisses, das die Christen sprechen, zu denken. Scheint mir, als einem Außenstehenden. Und das ist das Problem. Die Subjektivitätsthese hat ja diesen Aspekt, dass für die Bezugnahme auf Einzeldinge endliche Leiblichkeit wesentlich ist, um das Koordinatensystem daran zu verankern. Also wer Bezug nimmt auf Abraham und kann, oder auf Noah und sagen kann, Noah, tu das, ne? Abraham, brich auf aus Ur. Ne? Der oder die muss ja individuieren können, ne? Sich auf einen Einzelnen beziehen können, ihn beim Namen nennen können. Dann müsste es ein leibliches, endliches Wesen sein. Unter den monotheistischen Religionen ist nun das Christentum diejenige, die da eine Lösung bieten könnte, aber die ist auch nicht besonders orthodox. Gott musste sich inkarnieren. Ne? Und das ist sozusagen Gottes Zugang zu den Geschöpfen. Dann, das hat auch für die Theodizee sehr schöne Konsequenzen. Gott muss zunächst mal aufs Geratewohl schaffen, blind, ne? Und mit allen schlimmen Folgen, ne? Für die er nicht verantwortlich sein kann, weil er sich nicht auf die Einzeldinge beziehen kann. Erst durch einen Heilsplan und durch seine Inkarnation gelingt es ihm dann sozusagen ex post, ne, die Welt zu retten. Aber ich will jetzt nicht irgendwie Geschichten erzählen. Kurz zum ersten Punkt noch. Das war der Jörg Baborowski, der sagte, wir wissen, dass wir sterben werden, wir glauben es nicht. Das Glauben ist natürlich so gemeint, es geht nicht in unser Fühlen
wahrnehmen, begehren in unser volles Menschenleben ein. Nur jetzt, wenn etwa Krieg ist, nicht? Dann berührt es uns und betrifft es uns auch persönlich, existenziell. Ja, das Unbewusste, ich habe es eingeführt hier mit Adorno und dem Horror des Lebewesens, das ja seinem Selbsterhaltungstrieb ausgeliefert ist und das zu denken beginnt und auf diese Weise feststellt, dass es sterben wird. Man kann das Unbewusste auch anders einführen durch den logischen Tod. Ich glaube, man kann zeigen, dass das Denken als solches antinomisch ist an seinen Rändern. Und das ist das Denken als solches, der logische Tod, die logische Katastrophe, ist ein Widerspruch, aus dem wir nicht herauskommen können. Das Urbild des biologischen Todes. Und auch das wäre ein starkes logisches Motiv dafür, dass wo immer gedacht wird, abgedunkelt werden muss, zu einem Bereich des Unbewussten entstehen muss. Ja, auch nur ganz kurz. Ich wollte auch bei dem Punkt der Sterblichkeit nochmal einsetzen, weil ich, also das ist sozusagen auch eine zentrale Überzeugung von Freud, dass eben wir alle im Unbewussten von unserer Unsterblichkeit überzeugt sind. Und von daher also würde Ihr Argument sozusagen genau umdrehen. Und auch nochmal, weil ich jetzt auch gleich nochmal dran bin und hin und wieder auch das Konzept des Unbewussten nochmal bemühen werde, das Freudsche Konzept des Unbewussten ist so ziemlich diametral dem entgegengesetzt, was Sie uns gerade vorgestellt haben. Ich weiß jetzt nicht genau, auf wen Sie sich beziehen, das hätte mich dann nochmal interessiert. Also Sie haben sich ja an einigen Punkten auf bestimmte Autoren, waren alles Männer, glaube ich, bezogen. Aber wo diese Vorstellung des Unbewussten sozusagen, also wo Sie die abgeleitet haben? Andersherum, denn unbewusst, das, was man als Unbewusstes bezeichnen kann, und ich beziehe mich vielleicht am ehesten auf Sartre dabei, Sartres Freud-Kritik. Das Unbewusste ist ja nicht irgendwie jetzt in einer anderen Kammer, nicht topologisch zu denken, wir kommen da nicht rein, jedenfalls nicht gut, sondern es ist ja da. Es prägt unser Verhalten an unserem, also bei Kant würde ich sagen, an der Ich-Denke-Begleitung meiner Vorstellungen vorbei. Ich verhalte mich aus meinem Unbewussten und interpretiere das dann, indem ich es rationalisiere und irgendwelche Gründe mir überlege, weswegen ich das und jenes getan oder gelassen habe, oder ich interpretiere es als Fehlleistung oder was auch immer. Es ist da. Deswegen, es ist abgedunkelt nur in dem Sinn, dass es für das diskursive Denken und dessen direkten Zugriff faktisch blockiert ist, aber nicht prinzipiell, denn es kann ja bewusst werden. Ja, wenn es das nicht könnte, dann wären es keine Vorstellungen im technischen Sinn, keine Repräsentationes, dann wäre nicht mehr einzusehen, warum wir es noch psychisch nennen sollten. Dann können wir es auch irgendwie physiologisch interpretieren. Also das, gut, ich merke, da gibt es Dissens. Bei mir ist es einfach sagen, der philosophische Apriorismus, Blicke auf Adorno, auf Sartre, auf Kant. Okay, ja. Gut. Ja. Dann nochmal ganz herzlichen Dank, Professor Koch.